geht noch. Einer geht noch. Spaß, nee. Ich war mir überlegen, also ich habe noch ein bisschen Zeit. Es könnte sein, dass meine Frau zwischenzeitlich reinkommt und sagt: Hallo Schatz, ich bin jetzt da. Nur mal so nebenbei, aber hey, Hausdorff ging jetzt relativ fix. Von daher, ich hab noch Bock, von daher nehme ich jetzt einen Teil einfach noch mit auf, ey. Die halbe Stunde, was soll's? Also, ab geht's. Okay, verlorene Precursor-Stadt. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Bestenfalls nicht mit Sterben. Das wäre nicht so fett. Diese Kack-Schaltermechanismen, davon wird es noch einige geben. Nicht unbedingt sind alle so wie der hier. Also, es wird noch diverse andere geben, aber. Oh, Mann, jetzt hau das Viech da runter, ihn kaputt und ihn. Ja, genau so soll es aussehen. So nicht anders, verdammt nochmal. Mensch, Jack. Ja, echt, das hätte man sich wirklich sparen können, Leute. Nein! Okay. Der Strom war nicht an, das ist gut. Okay, diese Plattform geht da hoch. Wo kommt die? Die kommt. Okay. Dann muss ich erstmal darüber auf diese kleine Insel. Andererseits hätte ich gerade vielleicht auch ganz gut abkürzen können. Ach, hier ist er. Okay, das war gerade wirklich sehr schlecht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum jetzt schon dreimal dieselben Klamotten. Also, ich nehme das gerade wirklich alles an einem Tag auf. Scheiße. einfach nur aus einem Grund. Wir ziehen demnächst wieder um. Demnach habe ich dann nicht ganz so viel Zeit, irgendwie. Ah, fuck! Irgendwie was aufzunehmen, was hochzuladen oder so. Also, okay, hochladen. Zum Hochladen muss eigentlich Zeit sein. Egal, ich finde auf jeden Fall einen Weg, das irgendwie hochzuladen. Also, das Vorproduzieren, Voraufnehmen und so ist erstmal kein Thema. Das sollte ich an sich eigentlich schaffen. Oh, dann halt so rum. Geht das? Ja, es geht. Ja, und deswegen mache ich das. Nee, mir kam gerade nur der Gedanke, weil ein Kollege von mir. Der macht eigentlich auch YouTube-Videos. Keine Ahnung, wo der jetzt geblieben ist. Der hat sich so ein bisschen aufgegeben. Also, der wird demnächst bald wieder weitermachen. Nehme ich höchstwahrscheinlich an. Der wollte sich vor kurzem erst Tekken 7 holen. Was im Prinzip auch ein gutes Spiel ist. Also ein gutes Prügelspiel. Gegen mich wird er natürlich nicht ankommen. Ich bin der Tekken King. Was jeder weiß. Naja, nee, jeder, der mal gegen mich Tekken gespielt hat, hat bis jetzt verloren. Es ist einfach so. Ich würde es gern beschönigen oder sagen, dass es nicht stimmt, aber es wäre gelogen. Noch niemand hat bis jetzt wirklich in Tekken gegen mich gewonnen. Außer natürlich, er spielt mit Christy, mit Eddie, mit Tiger oder vielleicht auch mit Huang. Obwohl, mit letzterem, ja, komme ich auch ganz gut klar. Da mache ich mir nicht wenig Gedanken. Also schlimmer ist eher Eddie. Sobald man einmal weiß, wenn du den spielst als Neuling, du brauchst eigentlich nur X-Kreis, 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 die ganze Zeit nur so wild umher daddeln und gewinnst am Ende, obwohl du nichts gekonnt hast. Das ist eigentlich Quatsch. Jeder Tekken-Spieler weiß, warum er den nicht nimmt.
Ja, was jetzt? Hoch da. Ach, hier ist ja gar nichts. Okay. Dann mal... Oh, Kameraprobleme. Dann mal auf gut Glück. Nein, da kommen wir nicht drüber. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz dumm rolle. Nein, auch da... Dann frage ich eher. Dann komme ich ans Wasser. Mensch, ducken! Und dann hoch. Geht höher. Geht ab. Geht ab wie Sau. Nein, das geht definitiv nicht. Für mich gerade zumindest nicht. Da muss... Ah, und wieder ein... Ja, ich hab's echt kommen sehen. Ohne Scheiß. Nee, ich muss da jetzt nochmal hoch. Ich muss da was machen. Nee, hier bin ich falsch. Ich möchte bitte hoch. Wie komme ich denn hoch? Echt? Nur da hinten? Ah, ist ja scheiße. Warum ist hier eigentlich nochmal so... Macht... Tu das Not? Nein! Ah, oh, das war's. Egal. Haben wir uns zumindest mal volles Leben. Was von hier? Na, okay, was soll's. Oh, warum mache ich denn das? Leichtsinnsfehler. Im Ernst, das ist total unnötig. Du kommst von hier so einfach rüber. So, und jetzt aber richtig hier. Arbeiten wir mal mit diesen beiden Plattformen hier. Die sich ja so schön... ja, gyroskopisch ist es nicht, oder? Weiß ich nicht. So umeinander drehen. Parallax? Nee, auch nicht. Ach Mann! Wortfindungsschwierigkeiten. Einmal die Energiezelle ist, glaube ich, mehr oder weniger wichtiger. Obwohl, ist es eh ein 100% Spielstand von der. Drauf geschissen, werden wir schon irgendwie schaffen. Folge dem Rohr. Lief doch ganz gut. So, und als nächstes Herausforderung Nummer 2. Ja, das war dumm. Wirklich nichts davon war in irgendeiner Art und Weise eine Klugheit. Das war alles nur dummer. Ja. Och Mann, warum bin ich so doof? Warum bin ich so kernbehindert? Jetzt echt nur bis hier? Ja, nerv nicht. Mensch, das meinte ich. Der Level dauert so unnötig lang. Wegen solcher Sachen. Im Ernst. Sind jetzt schon bei fast 9 Minuten. Ah, jetzt habe ich nicht ganz hingeguckt. Okay, der geht darum. Dann müsste der jetzt intakt bleiben. Ja, geht hier rum. Der grüne geht hier hin, dann geht der blaue darüber. Nehmen wir uns mal den grünen, der sollte relativ easy sein. Entschuldigung, ich muss gleich mal gucken, ich habe irgendeine Nachricht bekommen. Normalerweise, ja, ich weiß, unprofessionell, bla bla bla, leck mich da am Arsch. Ja, aber hier geht's vielleicht gerade um was. Irgendwas Wichtiges. Da muss ich nach dieser Spähfliege hier unbedingt mal kurz schauen. Oh, schlecht. Ich wollte doch rollen. Okay, noch eine Spähfliege. Eigentlich kann ich... Ja, komm. Das ist gerade am sinnvollsten. Ihr kriegt keine vollen Leben. Och, Mann. Kann ich gar nicht antworten. Tut mir leid. Keine Ahnung. So, wo geht's? Ach so, hier unten. Nein, 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 nein. So machen wir das hier nicht. Yes, Mama.
Oh. Ja, schön doof. Och Mann. Das meine ich mit Checkpoints. Wie oft habe ich diesen Checkpoint gesehen hier? Der ist so nervig. Gut, es ist ja nicht mal weit, aber man hat aber das Gefühl, dass es so weit ist. Das Gefühl ist im Endeffekt viel schlimmer als die tatsächliche Distanz. Ich weiß nicht mehr, ob ihr irgendwas bringt. Och Mann. Ich mache euch trotzdem zum Mus. Yes. So geht das. Ist es unter Strom? Ja, ist es unter Strom. Was hältst du davon, vielleicht vorsichtiger mit diesen heißen Rohren zu sein? Ganz ehrlich, da halte ich eigentlich relativ wenig von. Ja, komm, 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 komm. Ja, ich bin auch total dumm, ey. Nein. Hier müssen wir uns alle einfärben, ja. Und wenn wir sie nochmal berühren. Nee, das geht irgendwie anders. Nein, lass mich in Ruhe. Hau ab. Ich könnte dich gerade so zur Schnecke machen. Ich will aber nicht. Nein, du hast auch eine... Ja, das Viech dreht um. Dieser Flug, Stachel, Lurker, whatever. Nein! Oh Mann, warum bin ich so doof und wieder von hier? Nein, okay, jetzt ist mal ein anderer Checkpoint. Nett. Von da komme ich, da muss ich ja nicht nochmal hin. Oder? Keine Ahnung. Buff, Jack. So, killt man anständig. Killt, besiegt. Och Mann, warum bin ich so ein Vollidiot? Nein, und tot. Oh, scheiße, ey. Das... Nee, komm, Jack, echt, das war's. Oh, ey, du bist nicht mal schuld. Das ist meine unendliche Dummheit. Ja, natürlich, ja. Ach, komm, gleich noch... Es ist heute wieder mal soweit. Das berühmte Momentum. Wo nichts mehr in irgendeiner Art und Weise so läuft, wie man möchte. Wer kennt es nicht? Geschafft. Och Mann. So, was mache ich mit dem Schalter eigentlich? Die Türe auf. Nee. War ich mit dem Weg zurück. Na freilich. Ich hoffe, da habe ich ein klein wenig mehr Zeit. Naja, fast. Okay. Nein, und jetzt kann ich. Ja, ich sterbe jetzt direkt. Ist mir völlig wurscht. Ich weiß, da gibt es einen ganz speziellen Sprung. Zwischendrin, den verkacke ich meistens und verpasse dann eine bestimmte Kiste. Aber naja. Das ist dann mein Problem, nicht eures. Dass ich so schlecht... So, da war wieder einer. Nein, du stirbst jetzt, Mann. Obwohl, ich kann mir denken, dass der Checkpoint jetzt hier vorne ist. Und nicht mehr da oben. Oder wenn ich jetzt sterbe, lande ich wieder hier unten, ne? Soll ich Verstärkung holen? Ja, ich wusste es. Das war völlig unnötig natürlich. Oh, scheiße. Ey. Echt, das war... Mann, das... Das sollst du eigentlich alles gar nicht machen. Okay, haben wir zumindest schon mal die Katze nach oben getriggert. Das ist schon mal ganz gut. Einwandfrei, so kann man arbeiten. Ach Mann, jetzt muss ich den Scheiß da oben nochmal machen. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ehrlich gesagt, nicht so geil. Hab ich mir anders vorgestellt. Come on, bitte. Oh, gutes Timing.
Herr Schmidt, das haben Sie toll gemacht. Einsame Seelen klatschen. Ja, ich weiß, du bist zu Hause. Oder? Hast du geschrieben? Nein, das war ein anderer. Ja, oh mein Gott. Ey, sobald ich aus dem Level raus bin, dann, ey, echt, der Skill steigt wieder um 10, 20, 30, 50.000 Prozent. Och, das gibt's nicht. Ja, das ist gerade wirklich Absicht hier, Freunde. Ob ihr's glaubt oder nicht. Das sind Sachen, die will ich eigentlich nicht verpassen. Die will ich nicht 10, 5, 20.000 Mal machen. Aber gerade durch solche Aktionen, durch so Gelaber beim Zocken, weil es ist immer noch neu für mich. Ich krieg's nicht so ganz auf die Reihe, Konzentration, Skill, Zocken und Entertainment irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das ist immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Ja, den Leichtsinnsfehler soll passieren. Den. Okay. Sieht ganz gut aus. Einmal hier drüber. Okay, ich glaube, jetzt kommt er. Ja, der war es nämlich, glaube ich. Das war der, den ich immer nicht geschafft habe. Oh, die Stelle kenne ich. Das wird jetzt mal. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja. Jack, ran! Das dunkle Echo steigt! Man will uns also solchen. Oh Gott, ich hoffe, es klappt beim ersten Mal. Auf der Vita, weiß ich noch, hatte ich ja teilweise Probleme. Ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht, weil die Vita sich teilweise nicht so handlich. Ah, bitte! Ja! Weil die Vita nicht ganz so handlich ist in der Steuerung. Und einmal, ich weiß nicht, die Vita ist einfach scheiße. Ich mag die PS Vita nicht. Ich finde sie okay. Aber es ist wirklich schwierig. All die Spiele, die ich auf PS2, die ich auf PS3 gespielt habe und dann auf der PS Vita, haben auf der Vita wirklich am allerwenigsten Spaß gemacht. Sie haben Spaß gemacht, aber verhaltensmäßig am wenigsten. Das nur mal so nebenbei. Oh, jetzt nimm die scheiß Precursor-Kugel mit dir. Und gerettet. Supergeil. Supergeil. Blackfish. Ah Gott, das freut mich. Wieder eine Sache, die ich abhaken kann. Ah, hier kommen wir raus. Wunderbar, da können wir nochmal von hier oben starten. Eins vorab. Das ist, glaube ich, für ganz oben. Für hochkommen. Und das sind 4 restliche Orbs, die fehlen. 4 fehlen. Habe ich nicht aufgepasst, ob das eine Kiste ist oder ob das eine Kiste und mehrere kleine sind. Da ist eine Kiste, wir werden es ja gleich sehen. Oh, ich bin der Allerbeste und direkt am Ausgang. Meine Fresse, bin ich geil. Bam! So, jetzt noch 10 Minuten von Sumpf, das wird schwierig. Nee, warum setze ich mir auch die so Timestamps? Ist doch nicht Quatsch. Warum mache ich das? Ist doch Blödsinn. Man soll das Spiel einigermaßen genießen können. Wenn ich schon wenig dazu erzähle, einfach aufgrund dessen, dass es so alt ist. Und es eigentlich jeder kennen sollte, weil es einfach ein Top-Spiel ist. Es macht Spaß. Das alles zu. Wow, ihr habt ein paar Unterwasserruinen an die Oberfläche gehoben. Wie es scheint, kann man mit Echo mehr machen, als wir bisher wussten. Und mit der Kammer ist auch eine. Wieder was geschafft. Okay, und der das zählt noch. Ja. Alles dreht sich. 200 von 200. Geschafft. Okay, dann bezahlen wir mal den Krieger und gehen dann in den Sumpf.
Normalerweise müsste ich auch nochmal zu Samus und die Quest das annehmen, aber naja. Ey, ohne Scheiß, Freunde, das passiert in Teil 2 noch und in Teil 3 oft genug. Da können wir jetzt hier ruhig mal... Na? Oh, das ist ja toll. Ihr habt mir die Precursor Orbs gebracht. Menschgewordene Begeisterung. Na schön, ich repariere die Brücke. Aber mit diesem Monster möchte ich nichts mehr zu tun haben. Hat doch keiner verlangt. Du kannst machen, was du willst, Keule. Ich kann mich täuschen, aber ging's irgendwie um die Energiezelle? Echt, ich kann mich jetzt irren. Ich wäre der Meinung, lohnt sich auch, es ging irgendwie nur darum, dass der diese restlichen guten Teile hier wieder in Gang setzt. Oder? Da kommt er schon, das Mistvieh. Hau ab. Nein, ich fall nicht runter. Und wieder eine Zelle. Super geil. Ach komm, scheiß drauf. Wir fangen den Sumpf an. Schaffen wir mal nicht mehr in 10 Minuten. Glaube ich jedenfalls nicht. Gerade wegen einer Herausforderung, wo ich gerne mal 1, 2, 3, 4, 5 Versuche brauche. Ich finde es schön, dass Dexter das erzählt. Da brauche ich es nicht machen. Ach man, Jack. Jetzt echt mal, was soll denn die Scheiße? Hoch jetzt hier, du Knecht. Fick deinen faulen Arsch. Gibt's doch wohl nicht. Ey, Freunde, gleich ist es soweit. Da hau ich alles kurz und klein. Echt, das ist doch... Okay, hier muss ich mal kurz verharren? Verweilen? Ja, verweilen. Das trifft es wohl. Hier ist nichts weiter. Warum sind hier... Ja, ist mir jetzt auch wurscht. Wir müssen die Erde benutzen. Ob ich jetzt sterbe oder nicht, scheißegal. Das wird ja wohl nicht beim ersten Mal direkt der Hinterhalt sein. Nee, im Grunde ist es nix. Und tschüss. War schön, dass ich die Abkürzung nehmen konnte. In diese... In diesen Lebenszweig. Den hab ich's gezeigt. Ach, hier ist gar nichts weiter. Okay. Okay, noch nicht. Schieß auf die Rattennester, damit nicht immer noch mehr Ratten dort rauskommen. Das mach ich doch die ganze Zeit schön. Mensch, Dexter, muss man die Augen aufhaben. Ich habe das Gefühl, ich gehe gerade einen kleinen Umweg. Einen unnötigen Umweg. Viel eher. Aber naja, werden wir dann. Wir werden es sehen. Alle mitgenommen? Ich muss echt gucken. Ich habe keinen Bock, hier was zu vergessen. Der Sumpf ist scheiße, um was zu vergessen. Genauso ungünstig wie... was war's? Die Spinnenhöhle, glaube ich. Und... das Schneegebirge. Okay.
4 Seile, ne? Nee, 1, 2, 3, 4, 5 Seile. Hast du das gesehen? Nur noch 3 Halteseile. Okay, es sind doch nur 4. Befrei dich aus der Zunge! Wie denn? Ich hab grad alles gedrückt. Egal, wir nehmen erstmal eine Zelle mit. Und haben noch, ja, knappe 5 Minuten. Scheiße, ey. Naja, ich... Was soll ich machen? Ich muss mich halt in diesen 30 Minuten Tempos halten. Ich meine, euch ist das alles egal. Ihr könnt euch die Videos angucken, wie ihr möchtet. Auch produktionsmäßig möchte ich da schon einigermaßen in einem gleichbleibenden Takt bleiben, in einem beständigen. Doch schon 4. Ja, es könnte knapp werden, aber auf, nee. Auf jeden Fall wird es knapp, aber ich schaff's garantiert nicht mehr. Könnt ihr vergessen. Das Level in dem Part noch abzuschließen, nein. Echt, das wäre utopisch. Das werde ich nicht schaffen. Jetzt ist aber hier der Hinterhalt. Ja, jetzt ist das der Hinterhalt. Eindeutig. No shit, Sherlock! Relativ einfach. nicht wundern, warum ich kein Gales Echo benutzt habe. Ich mag das einfach nicht. Also gerade im Nahkampf. Nee, gefällt mir einfach nicht. Mag ich nicht. Nichts so gut, aber das sollen andere machen. Jetzt echt? Lauf weg! Das ist dein Hinweis, du Pfeife! Mann, Mann, Mann! Hey! Hier ist das Flutflut! Flutflut, ja. Manche sagen nämlich Flatflat. Die ganze Zeit frage ich mich, spreche ich es falsch aus? Nein, tue ich nicht. Ich bin volles Matt korrekt. Ach, halt das auch noch. Das sind noch mehrere. Nicht vergessen. Okay. Ab geht's woanders hin. Vorhin irgendwas zu zerstören? Nein. Gab's nur diese eine Sache zu erledigen. Och nein! Warum? Mann, so kurz vorm Ende, ist doch scheiße! Mensch, du Fuck-Kamera, ey! Gibt's doch nicht! Ist es noch links und rechts? Ich weiß! An sich nichts Schweres, aber... Ey, ohne Witz, könnte man die invertieren, wäre das... Halt. Könnte man die invertieren, kann ich wahrscheinlich besser zurecht. Mal sehen, wie es dann in Teil 2 aussieht. So, ihr scheiß Ratten. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ach halt, nee, das muss ich doch schießen. Ja, Mensch, bitte in die Richtung. Dankeschön.
Und bei meinem Glück, Leute, ich kann wetten, ich habe schon wieder irgendwas verpasst. Wow, nur noch zwei Halteseile. Ja, bei einem weiß ich, wie es ist. Bei dem anderen ist es eher so. Naja, nicht. Ja, nicht Glücksspiel, das ist Glückssache. Glückssache, die eher so in Richtung Offenbarung geht. Ob ich jetzt was falsch gemacht habe? Oder ob ich nochmal Glück gehabt habe? Ich meine, ich habe das Spiel jetzt auch schon wieder etliche Monate nicht angerührt. Obwohl es eigentlich super toll ist und es eigentlich jeden Monat einmal durchgespielt werden sollte. Von mir. Generell immer, wenn es mir schlecht geht, ich irgendwie komisch drauf bin oder krank oder so. Ey, Jack and Dexter, Sly Cooper, Ratchet and Clank. Ich sage diesen Spielen, also den Trilogien, den ersten drei Spielen, eine heilende Wirkung nach. Nein! Oh! Einmal nicht hingeguckt! Fuck, eigentlich müssen wir jetzt Schluss machen. Seid ihr nicht froh, dass ihr unsere kleine Flutflut-Freundin gerettet habt? Sie wird euch vielleicht noch einmal behilflich sein können. Jetzt ja. Zum Transfer, dann muss ich nach Hause. Mann, das ist doch scheiße. Ich will es jetzt noch zu Ende bringen. Nein! Ah, ich bin gleich tot. Komm, man kann es eigentlich schon vergessen. Und ich war der Meinung, die wären schon zerschossen gewesen, aber ne? Okay. Ich hab sowas von keinen Bock auf den Typen. Leute, echt. Ja, hier. Ich und der Gammler. Nee, der hat was für uns und das wird ein bisschen scheiße. Von daher, ey, da habe ich gerade echt keine Geduld mehr für. Außerdem, wir haben eh schon leicht überzogen. Von daher, wir machen einfach Feierabend, ey, echt. Hier, Spiel 59%. Wir kommen super voran. Das ist Part 4? Keine Ahnung. Wir schaffen es auf jeden Fall. Die nächsten Sachen gehen vielleicht ein bisschen schneller. So oder so, ich muss jetzt endlich Feierabend machen. Von daher, Leute, ey, komm, macht's gut. War schön. Bis auf Weiteres. Macht's gut.